Gute Frage. Kommt aufs Produkt an. Also sagen wir es mal so, wir haben verschiedene Konformitätsbewertungsverfahren, wie das so schön heißt, abhängig von der Produktklassifizierung. Produktklassifizierung hatten wir eben ganz kurz, das ist das Risiko, was das Produkt halt gegenüber Patienten, Anwendern und Dritten halt eben darstellt. Und es kommt jetzt ein bisschen halt darauf an, in welche dieser Risikoklassen Sie fallen. In der Klasse 1 ist das ein Selbstbewertungsverfahren. Das heißt, da ist es halt lediglich so, dass Sie technische Daten zusammenstellen müssen. Das heißt, das kann der Hersteller an und für sich vollständig in Eigenregie machen. Er braucht, wenn es halt irgendwie mit Energie betrieben wird, braucht er halt seine Sicherheitszertifikate. Also das heißt, dafür braucht er ein Prüflabor. Er braucht halt eben für die klinische Bewertung jemand, der das halt begutachten kann, wenn er nicht sowieso selbst einen Mediziner hat, einen Fachmediziner, der da halt eine Begutachtung schreiben kann. Aber das heißt, es ist relativ im kleinen Rahmen. Überall da, wo halt ein direkter Körperkontakt stattfindet, dann muss halt was über eine Biokompatibilität nachgewiesen werden und solche Geschichtchen. Aber auch das ist sehr stark abhängig, was sind es für Materialien, die Sie verwenden? Wie groß ist der Kontakt? Ist der Kontakt über gesunde Haut, über verletzte Haut, ist es invasiv und so weiter und so fort. Also das heißt, die Stellschrauben sind immanent. Also das heißt, jetzt zu sagen, oh, das kostet immer so ungefähr, das können Sie vergessen, das funktioniert nicht. Sie können es halt mal so sagen, für ein relativ einfaches Produkt, wo es in Eigenregie halt eben erstellt werden kann, die Dokumentation, wo Sie nicht über eine Zertifizierstelle laufen müssen, eine benannte Stelle, wie die in der Rechtslage halt eben heißen, kommen Sie in aller Regel mit einem halben, dreiviertel Jahr halt Aufwand von dem Entschluss, ja, wir machen das, bis zu, wir haben das CE-Kennzeichen durch, wo die externen Kosten halt wirklich überschaubar sind. Und wo ich halt sagen würde, naja, und wenn Sie dann halt noch irgendwie einen Berater mit reinnehmen wollen, um sich halt Zusatzarbeit zu ersparen, unnötige, kommen Sie da in aller Regel mit, ja, es kommt darauf an, wie viel Sie selbst arbeiten wollen, aber meistens mit einem Beratungsbudget von 5 bis 10 Tagen aus. Also das heißt, das ist auch überschaubar.